Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hey Fightfans, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ground and Pound Radio. Mein Name ist Moritz Binder und bei mir habe ich Ground and Pound Redakteur Alexander Petzen-Gligoria. Servus. Und unseren heutigen Sendungsgast, über dessen Namen ihr in den letzten paar Wochen sicherlich das ein oder andere Mal schon gestolpert seid. Willkommen, Alan Omer. Hallo Freunde, wie geht es euch? Wunderbar, wunderbar. Und wir bedanken uns auch erstmal bei dir, dass du für uns hier Zeit genommen hast. Klar, super, dass du es geschafft hast. Nichts zu danken. Meine Kontonummer habt ihr ja. Also, wir blicken mal zurück. Vor nur 8 Tagen warst du noch in Abu Dhabi, und zwar bei UFC Fight Night Nogueira vs. Nelson, und hast gegen Jim Ehlers gekämpft. Fass doch mal für uns und auch die Zuhörer bitte nochmal deine Eindrücke von dem Event zusammen. Also, das Event, also ich war ja, das war ja mein UFC-Debüt, und ich wusste, um ehrlich zu sein, gar nicht, was mich da erwartet mit der UFC, mit dem Ganzen drumherum. Aber war echt alles cool, also die Organisatoren waren richtig cool drauf, die Leute waren da gut drauf, mir ging es eigentlich sehr gut dort, also hat mir echt an nichts gefehlt, die haben sich gut um mich gekümmert, also ich freue mich schon auf den nächsten UFC-Kampf. Ja, super. Und in Abu Dhabi selbst, das war ja sicherlich auch nochmal eine ganz besondere Sache, der Flug dort rüber, wie sehr hat dich das beeinflusst oder hast du es ganz gut wegstecken können? Nö, ich fliege ja eigentlich oft in den Mittleren Osten, von daher war der Flug jetzt nicht irgendwie irgendwas Großes für mich oder so, auch die Zeitumstellung war jetzt nicht schlimm, es waren ja nur 3 Stunden, glaube ich, aber ich bin ja oft im Mittleren Osten, deswegen war es kein Problem für mich. Hast du da vielleicht auch ein paar Fans von dir aus dem Mittleren Osten mobilisieren können, nach Abu Dhabi zu fliegen, oder ging es da jetzt doch nicht so weit mit der Connection da nach unten? Ein paar Freunde wollten tatsächlich kommen und auch ein paar Cousins wollten kommen, aber irgendwie hat es dann bei denen zeitlich leider nicht mehr gepasst. Und Abu Dhabi ist jetzt leider nicht gerade ums Eck. Das sind ja insgesamt über 8 Stunden Flug. Deswegen konnte ich leider keine Freunde oder Fans hier noch mitnehmen, hier aus Stuttgart oder aus Deutschland. War das für dich jetzt auch was Besonderes, dein Debüt in Abu Dhabi zu machen? Oder wärst du genauso froh gewesen, das in England oder Amerika oder sonst wo gemacht zu haben? Nee, ich war schon relativ froh. Also das war ja eigentlich auch so mein Geheimwunsch, da in Abu Dhabi zu kämpfen. Und ja, hat sich auch erfüllt. Hat ja alles geklappt. Man hat ja auch gemerkt dann in deinem Kampf mit Jim Ehlers, dass auf jeden Fall das Publikum auch definitiv hinter dir gestanden ist. Und es war sicherlich für dich auch eine ganz tolle Nummer, da mitzuerleben, wie wirklich das Publikum auch euch angefeuert hat. Und hat dich das im Kampf selber beeinflusst? Hast du das wirklich mitgekriegt oder kam das dann erst später für dich so wirklich? Nee, im Kampf habe ich es nicht mitgekriegt, wirklich. Aber beim Einlauf und bei der Vorstellung der Kämpfer und so, da habe ich schon echt mitbekommen, dass das Publikum schon rasend war und so schon ja, eine gute Stimmung war verbreitet. Absolut. Dort in der Halle. Also da war ich selber auch total begeistert davon, wie das Publikum da dahinter stand, und vor allem ihr wart ja auch der erste Kampf des Abends, aber das Publikum hat da schon mitgemacht, wie als wäre es das Main Event. Also das war auch für uns zu Hause wir waren der zweite Kampf des Abends. Ja, Quatsch, ja, der zweite Kampf des Abends. Aber da, wie gesagt, das Publikum war da schon so mit dabei. Das war schon sehr unterhaltsam, allein da auch zuzuschauen. Ja, das hat mir echt auf jeden Fall einen Motivationsschub gegeben, als ich reingegangen bin und irgendwie da 8000 Leute sich den Hals rausgeschrien haben. War auf jeden Fall cool. Da kann man nur hoffen, dass das in Berlin nächsten Monat genauso ist. Ja, stimmt. Die Fans in Abu Dhabi sind ja auch schon ein paar Jahre ausgehungert nach der UFC, genauso wie wir in Berlin ja auch. Ja, die sind ja total MMA und BJJ verrückt in Abu Dhabi. Das ist ja schon echt, das ist ja schon nicht mehr schön. Hast du das eigentlich hast du das eigentlich dann auch irgendwie nach dem Kampf noch irgendwie mitbekommen? Also hat man dich vielleicht noch auf der Straße erkannt oder sowas? Oder seid ihr dann relativ früh wieder abgereist? Nee, wir sind nach dem Kampf musste ich direkt ins Krankenhaus. Und dann, als ich wieder vom Krankenhaus zurück war, war schon die Veranstaltung zu Ende. Und am nächsten Morgen um 6:30 Uhr morgens, weißt du, sind wir schon zum Flughafen gefahren worden. Deswegen konnte ich leider nicht mehr viel machen dort, außer meine Koffer packen. Ja, aber wenn du dann das nächste Mal wieder dort sein wirst, dann gibt es sicherlich noch den einen oder anderen, der sich auf jeden Fall noch an den Jim Ehlers Kampf erinnern wird.
Ja, das hoffe ich doch mal. Ja, lass uns doch einfach mal auf den Kampf zu sprechen kommen. Genau. Wir haben dich ja schon ein paar Tage vor dem Kampf interviewt zu Ehlers. Da hast du ja gesagt, dass du mit ihm rechnest, dass er ein aggressiver Grappler ist und sehr viel aus der Oberlage arbeiten wird. Jetzt habt ihr euch eigentlich die meiste Zeit ja im Stand duelliert. War das dann auch genau dein Gameplan, den Bodenkampf mit ihm so gut es geht zu vermeiden? Oder kam das jetzt einfach durch den Kampfverlauf? Also mein Gameplan ist es immer, also ist ja nicht so, dass ich schlecht am Boden bin oder nichts kann am Boden. Ich habe ja auch schon einige Siege am Boden, aber ich bleibe generell gerne im Stand. Also es ist mir schon gut gekommen. Du hast ja dann auch ziemlich gute Treffer in der ersten Runde gesetzt und den Gym auch das ein oder andere gute Ding mitgegeben, auch in der zweiten Runde, bist aber dann selber auch mal auf die Knie gegangen. Was hat dich da genau getroffen? Also das hat man gar nicht richtig gesehen im Kampf. Ich war einfach zu übereifrig, weißt du, ich hab ihn ja angenockt gleich in der zweiten Runde. Da wollte er den Takedown, hat er einen Takedown gemacht, aber ich habe ihn ja gleich gesweept und ich war ja dann rasend, weißt du, dann ist er aufgestanden, dann bin ich ja nochmal auf ihn drauf, habe ihn gut mit dem Backkick erwischt, aber ich bin einfach blind reingelaufen und der hat mich nur mit, es war eigentlich kein harter Schlag, aber ich bin ziemlich gut reingelaufen in den Schlag und ja, hat mich gut erwischt am Kinn. Das war wahrscheinlich auch dann der Punkt, der in vielen Augen und wahrscheinlich auch in den Augen der Punktrichter dann die Runde gekostet hat. Das ist natürlich für dich dann wahrscheinlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, da Runde 1. Das verstehe ich absolut nicht. Nee, ich meine, alles schön und gut, er hat einen Knockdown gelandet, aber das Gleiche habe ich auch gemacht und ich habe ihn am Boden viel mehr zugesetzt, als er mir zugesetzt hat. Ich weiß nicht, also ich habe genauso einen Knockdown gelandet bei ihm. Richtig. Und viel mehr Wirkungstreffer gelandet, aber irgendwie scheint es viel mehr zu zählen, als in der Guard von jemandem rumzuhängen für 2 Minuten, als irgendwie da Wirkungstreffer zu landen. Das heißt, du warst dann, nehme ich an, auch überrascht, als dann die Entscheidung verkündet wurde? Ganz ehrlich, ich wusste, also das war schon, ich wusste, dass es eine knappe Angelegenheit ist, weil im Kampf, weißt du so, wenn man selber im Kampf ist, weiß man ja jetzt nicht mehr, was genau in der ersten Runde, im zweiten und dritten passiert ist und so weiter. Ich wusste, dass es auf jeden Fall eine knappe Nummer wird, aber nachdem ich mir den Kampf jetzt angeschaut habe, kann ich es echt nicht verstehen, wie ich die zweite Runde verloren habe. Ja, also ich bin natürlich als Deutscher und auch als gebürtiger Stuttgarter und als Fan von dir natürlich auch ein bisschen parteiisch, muss ich natürlich zugeben. Aber dennoch, als ich es live gesehen habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall Runde 1 und Runde 2 nach Hause gebracht hast. Und Runde 3, die ging dann eben an den Gym, weil der hat's halt wirklich, der ist ein sehr, sehr guter Grappler. Und der hat es eben geschafft, in Runde 3 dann hier eine dominante Position zu bekommen. Aber dass dann tatsächlich die... Dominante Position in der Guard... Also die Guard ist jetzt nicht gerade die dominanteste Position, die es gibt, ist mein. Korrekt, ja. Da kann man ja schon Bücher drüber schreiben. Das ist ja leider ein alltägliches oder ein allgemeines Problem mit dem Punktesystem in der UFC oder im MMA allgemein, dass derjenige, der oben liegt, egal wie viel er macht, dann als der Dominante angesehen wird. Ist jetzt auch dein Nachteil gewesen. Moritz und ich, wir haben uns in der letzten Ausgabe auch ausgiebig über den Kampf unterhalten und vor allem über diese zweite Runde. Und da kommt es halt meiner Meinung nach immer auch darauf an, wie ein Punktrichter den Kampf wertet. Und das sind halt immer diese, ich sag mal, diese Höhepunkte, die da ein bisschen hervorstechen. Und da hast du eben zwei Knockdowns, einen auf jeder Seite und dann eben aber ein Ehlers in der Top-Position. Das kann eben dann manchmal das Zünglein an der Waage sein. Ich hätte den Kampf auch für dich gewertet, aber... Dafür kannst du jetzt natürlich leider auch nichts kaufen. Ist denn die Ja gut, ich war ja auch in der Top-Position, nachdem ich ihn gesweept habe, nach seinem Takedown-Versuch. Ja, ja, und genau. Da habe ich ja eindeutige Wirkungstreffer gelandet. Aber weißt du so, Ehlers hat mich ja kaum getroffen am Boden. Aber das ist auch egal. Ich meine, es ist jetzt gekommen, wie es gekommen ist. Ich kann jetzt nichts dran ändern. Aber jetzt weiß ich, was ich verbessern muss, damit sowas nicht mehr passiert. Aber hat es für dich vielleicht wenigstens ein bisschen auch ein positives Gefühl mitgehabt, dass du nach dem Kampf doch von so vielen Seiten auch Lob bekommen hast? Ich habe wirklich überall gelesen, Jim Ehlers hat den Kampf zwar durch Split Decision gewonnen, aber ich habe auch überall gelesen, wirklich, hey, Alan Omar, der hat hier einen klasse Kampf abgeliefert. Hat wenigstens das dich ein bisschen positiver gestimmt nach dem Kampf? Ja, also ganz ehrlich, ich bin gar nicht so schlecht drauf nach dieser Niederlage, in Anführungsstrichen, weil ich fühle mich eigentlich wie der Gewinner. Und ich habe auch wirklich viele, viele E-Mails bekommen, sehr viele E-Mails
und auch viel Rückmeldung. Ja, also ich fühle mich nicht wirklich wie der Verlierer von dem Kampf. Das offizielle Ergebnis sagt das anderes, aber ich meine, gut, kann man nichts dran ändern. Ja. Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich vor allem für einen Kämpfer halt unglaublich ärgerlich. Man hat halt seine Kampfstatistik und das sind halt einfach Zahlen und Nummern und Statistiken, in die man, wenn man jetzt kein Hintergrundwissen mit reinbringt, einfach nicht sagen kann, wie tatsächlich der Kampf verlaufen ist. Und ich denke mal, dass in dem Kampf, wie man es schon öfters gehört hat, es gab einfach keinen Verlierer im Kampf und du sahst unglaublich gut aus von dem her. Aber es schwingt halt immer so ein bisschen diese Negativität mit, dass es halt doch eine Niederlage ist. Aber ja. Ja. Aber jetzt weiß ich, weißt du, das Ding ist, ich bin jetzt noch motivierter, noch härter zu arbeiten und dass genau solche Sachen nicht mehr in Zukunft vorkommen, weißt du? Ja, deswegen das ist vielleicht ganz okay. Du hast aber in der Ringpause zwischen der ersten und zweiten Runde ja deinen Betreuern gesagt, dass du ein Problem am Daumen hattest. Wie früh im Kampf ist das passiert und hat dich das dann noch beeinflusst in den letzten beiden Runden? Also das war, keine Ahnung, das ist irgendwann Mitte, Ende erster Runde passiert, aber ich habe es im Kampf nicht wirklich gespürt. Das erste Mal, wo ich es wirklich richtig gespürt habe, die Schmerzen, ist, als ich mich hingesetzt habe in der Rundenpause. Da habe ich echt wirklich gemerkt, dass irgendwas, also ich war ja noch nie mit so einer Situation konfrontiert und ich wusste nicht wirklich, was es ist. Also ich dachte wirklich am Anfang, dass es gebrochen ist, weil ich habe gespürt, dass da irgendwas nicht sitzt und ich hatte so einen stechenden Schmerz. Und ja, also das, ich wusste echt nicht, was ich jetzt machen soll, aber ja, ich musste die Zähne zusammenbeißen und mich da durchkämpfen. Aber zum Glück hat sich jetzt rausgestellt nach dem Kampf, dass es nicht gebrochen war, sondern nur der Daumen ausgekugelt. Jetzt muss ich ein MRT machen lassen und gucken, ob da nicht irgendwelche Bänder oder Sehnen gerissen sind. Jetzt laufe ich mit so einer schönen Schiene rum. Das ist ja wenigstens schon mal was, dass es nicht gebrochen ist. Aber ja, also um ehrlich zu sein, beim Schlagen hat es mich nicht beeinflusst. Vielmehr am Boden ihn wegdrücken oder irgendwie ihn greifen, da hatte ich echt Probleme, das ging absolut nicht. Aber erstaunlicherweise, als ich geschlagen habe, habe ich jetzt diese Schmerzen nicht so gespürt. Ja, da muss man auch sagen, also wir haben es in der Rundenpause eben hören können, dass du es zu deiner Corner gesagt hast, aber in der Übertragung selber hat das auch niemand mitbekommen und auch die Kommentatoren haben das überhaupt nicht registrieren können, von dem her, man hat es deinem Kampfstil nicht angesehen und auch in Runde 2 hast du ja auch nach wie vor noch wirklich harte Treffer landen können und von dem her, es hat auf jeden Fall rein ja, ich musste ja, Kampfstil ich war ja noch im Kampf. Ja. Ich hatte keine andere Wahl. Ja, das stimmt natürlich auch. Nee, also wie gesagt, also komischerweise beim Schlagen war es jetzt nicht so das Problem, sondern eher das Greifen am Boden oder Wegdrücken und so, das ging absolut nicht mit der rechten Hand. Da hatte ich echt wirklich starke Schmerzen. Ja. Auf verständliche Weise natürlich ärgerlich für dich, dass dann so viel Pech dann praktisch bei dem UFC-Debüt mit reinspielt, aber ja, ich denke, das kann man sich ja leider nicht raussuchen. Das ist eine neue Erfahrung, die man gemacht haben muss, ne? Aber ich meine, wie du schon sagst, wenn du das dann praktisch nutzt als Antrieb, dann ist es ja umso besser für dich. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt wirklich viel motivierter, jetzt noch härter zu trainieren und gerade an meinen Schwächen jetzt zu arbeiten, gerade an solchen Sachen, dass sowas nicht mehr vorkommt, dass er irgendwie in meine Guard rumliegt und nichts macht, aber trotzdem die Runde gewinnt. Sowas darf auf keinen Fall nochmal vorkommen. Ja. Man muss auch wirklich sagen, Jim Ehlers hat zwar auch sein UFC-Debüt gegeben, aber ich denke mal, dass vor allem auch wir hier in Europa Jim Ehlers auch schon kennen, der ist sehr, sehr aktiv und erfolgreich bei Cage Warriors gewesen. Er ist ein absolut fantastischer Grappler, ist wirklich ein sehr guter Gegner. Und wie war das für dich, gegen Jim Ehlers zu kämpfen? Man hat ja auch gesehen, nach dem Kampf habt ihr euch dann auch im Krankenhaus wieder getroffen und wart ihr doch auch guten Mutes. Ja, also Jimmy war auf jeden Fall ein cooler Junge. Also wir haben uns nach dem Kampf gut verstanden. Vor dem Kampf haben wir ja nicht viel miteinander zu tun gehabt. Aber wir haben uns echt gut verstanden. Also wir hatten absolut keine Probleme miteinander. Wir sind ja auch mit dem gleichen Bus ins Krankenhaus gefahren. Wir haben ja am Anfang der Sendung bereits gesagt, dass du jetzt ja nach Abu Dhabi gekommen bist und dass es für dich auch was Besonderes war und das für dich eine gute Erfahrung war. Gibt es sonst noch Orte, an denen du gerne in der UFC kämpfen würdest, sei es jetzt in Deutschland, Amerika oder Brasilien oder sonst wo? Boah, das ist mir ganz ehrlich egal, wo ich kämpfe.
Hauptsache ich kämpfe, ich gehe in den Käfig rein und bringe meine Leistung und ja, wo es im Endeffekt ist, ist zweitrangig. Ja, du hast ja jetzt auch ein bisschen was nachzuholen nach den letzten Jahren, die ja von Verletzungen und anderen Dingen geprägt waren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss da noch viel nachholen. Auch was das Training angeht. Ich habe ja jetzt im Oktober mit dem Training nach anderthalb Jahren wieder angefangen. Da muss ich ja auch noch richtig loslegen. Ja, da würde ich jetzt auch ganz gern einhaken, wenn du es gerade schon ansprichst. Wie war das für dich dann, als du dann ja noch nach so langer Zeit dann auf einmal direkt mehr oder weniger ins tiefe Wasser gestoßen wurdest bei der UFC? Hast du das Gefühl, dass dich das ein bisschen beeinflusst hat oder als du dann erstmal in der UFC warst, war das dann gar kein Faktor mehr? Nee, ganz ehrlich, das hat mich absolut nicht beeinflusst. Also ich habe mich besser denn je gefühlt. Ich glaube, das hat mir sogar gut getan, dass ich da so lange aus dem Spiel war. Also beeinflusst hat es mich auf keinen Fall. Also so klar hat man manchmal Ringrost hin und her, aber mich hat es auf keinen Fall beeinflusst. Ich habe mich besser denn je gefühlt. Ist jetzt die UFC schon an dich herangetreten mit neuen Aufgaben oder wollte man jetzt erstmal abwarten, bis deine Diagnose endgültig da ist? Nee, ich muss erstmal abwarten, was die Diagnose ist und ich studiere ja auch noch. Also ist ja nicht so, dass ich Vollzeitsportler bin, deswegen habe ich noch meine Prüfung im August und September, die ich auf jeden Fall machen muss und dann schaue ich mal, wohin die Reise geht. Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall auch damit mal die Daumen. Dankeschön. Ich kann mir leider selber nicht die Daumen drücken. noch nicht, das kommt schon wieder. Das Federgewicht ist ja doch eine der härtesten Gewichtsklassen der UFC, meiner Meinung nach zumindest, was Tiefe und auch was Talente angeht. Hast du vielleicht schon mal dir für dich selbst irgendwie einen Gegner ausgeguckt, gegen den du gerne antreten würdest in naher Zukunft? Also jetzt abgesehen vom Champion. Das nehme ich mal das setze ich mal voraus, dass jeder mal gegen den Champion antreten will. Aber gibt es sonst irgendein Federgewicht? Nee, absolut nicht. Also ich würde echt gegen jeden kämpfen. Also wenn die UFC mir irgendeinen Gegner, irgendeinen starken Top-10-Mann gibt, kämpfe ich gegen den, das ist kein Problem. Also ich habe jetzt keinen speziellen Wunschgegner. Ich kämpfe einfach gegen alle Leute, die mir die UFC gibt. Und ich glaube, ja, das sollte man auch als UFC-Kämpfer, ne? Ja, du kannst es ja machen wie alle anderen Federgewichte momentan und einfach Conor McGregor herausfordern. Ja, genau. Das ist ja zu einem schlechten Scherz geworden, ne? So langsam schon, ja. Einfach den Conor herausfordern. Ja, der wird so langsam so ein bisschen zum Michael Bisping des Federgewichts. Von dem her. Das hat er auch bei Jim Ehlers gemacht nach dem Kampf. Also ja, stimmt. Genau. Nee, keiner. Also ich habe echt keinen Wunschgegner. Ich weiß nicht, gegen wen ich kämpfen wollen würde. Ich würde einfach gegen jeden kämpfen. Ich bin einfach darum, Leistung zu zeigen und zu kämpfen und ja. Und wenn du vielleicht schon keinen Wunschgegner hast, gibt es aber im Federgewicht jemanden, den du selber gerne siehst, wenn du weißt, dass der auf der Kampfkarte zu sehen sein wird, wo du dich drauf freust und sagst, hey cool, man sieht endlich mal den wieder, weil Alex hat es ja schon gesagt, das Federgewicht in der UFC gehört auf jeden Fall zu den Gewichtsklassen, die am stärksten sind. Ich schaue mir eigentlich immer nur sehr gerne die Kämpfe von Jose Aldo an im Federgewicht. Ich hoffe dann auch irgendwann mal gegen ihn kämpfen zu können. Das werden wir dann sehen. Aber wenn wir es von Aldo haben, was hältst du denn von der Idee, dass er ins Leichtgewicht hochwechselt? Da gab es ja auch mal Gespräche. Boah, keine Ahnung. Also ich bin da nicht wirklich so up-to-date, was das angeht. Wir werden ihn wahrscheinlich auch noch eine Weile im Federgewicht sehen, von dem her. Ja. Wie ist es eigentlich bei dir mit dem Gewicht machen? Klappt das ganz gut oder mit wie viel Kilo läufst du dann am Tag des Kampfes dann endgültig rum? Am Tag des Kampfes hatte ich zwischen 74 Kilo, ja, so 74, 75 Kilo hatte ich. Also ich bin jetzt nicht der größte Cutter, also es gibt wahrscheinlich Leute, die um einiges mehr cutten als ich, aber ja, so gute 74 habe ich im Kampf. Wenn wir jetzt noch auf deine nächsten Monate und das Training eingehen, du trainierst ja beim Stallion Cage in Stuttgart, hast du ja da auch mit Robert Westermann und auch den Artukovics, ja, ganz gute Leute um dich herum. Jetzt abgesehen von dem, was du schon gesagt hast, also dass jemand einfach ohne was zu machen in deiner Guard herumliegt, wo siehst du jetzt noch bei dir Verbesserungspotenzial oder an was wirst du jetzt die nächsten Monate vor allem arbeiten? Natürlich, ich arbeite ständig an allem, also weißt du, ich bin sehr, sehr selbstkritisch und
in meinen Augen muss ich mich einfach in jeder Disziplin verbessern, aber vor allem im Ringen. Also ich werde da noch mehr Wert aufs Ringen legen und damit halt so eine Situation nicht wieder vorkommt. Weißt du, dass ich da irgendwie runtergebracht werde und da jemand in meiner Guard rumhängt und den Kampf für sich entscheidet, weißt du. Das darf auf keinen Fall passieren. Also Hauptaugenmerk wird auf jeden Fall wieder Ringen sein. Ja, das ist sicherlich sinnvoll, wenn man sich halt überlegt, in der UFC gibt es einfach auch so viele Leute, die eben auch aus dem nordamerikanischen Bereich kommen und die halt auch praktisch mit Ringen aufgewachsen sind. Und ich denke, das war zu gewissen Teilen bei Jim Ehlers eben auch der Fall. Das heißt, also Ringen ist natürlich dort sehr, sehr stark verbreitet und für uns Europäer ist es natürlich nicht ganz so der Fall. Von dem her denke ich mal, ist es nicht verkehrt. Ich wollte jetzt einfach noch eine Standardfrage stellen, was mich einfach interessiert. Seitdem du jetzt offiziell UFC-Kämpfer bist, wie hat sich da dein Leben verändert oder ist es mehr oder weniger gleich geblieben? Mein Leben ist gleich, also es hat sich nichts geändert, außer dass ich ein paar Prüfungen absagen musste für diesen Kampf. Bin ich immer noch derselbe. Hat sich nicht viel geändert, außer dass ich jetzt das Training ein bisschen ernster nehme als vorher. Und hast du jetzt von Anfragen seitens der Presse oder von den Fans, hast du da auf jeden Fall schon? Ja gut, das schon, ja. Ich bekomme viele Nachrichten und viele Anfragen und so. Hm. Das hat sich auf jeden Fall geändert, aber für mich persönlich ist es alles noch wie vorher, außer diese paar Kleinigkeiten. Wie hat da eigentlich die Uni reagiert? Also hast du da auch angegeben, warum du die Prüfung absagen musst irgendwie bei den Dozenten oder war das jetzt eher so ein bürokratisches, ja. Ich nehme da nicht teil? Nee, ich habe mich einfach regulär abgemeldet, also da hat irgendwie niemand was gesagt. Ich habe ja auch nicht mehr viele Prüfungen, insgesamt nur noch 3, von daher ist es alles locker bei mir. Kann sich keiner beschweren. Zu deinen Zukunftsplänen, wenn du auch schon davon sprichst, du bist jetzt dann am Ende deines Studiums so langsam angekommen. Hast du dir schon überlegt, wie du danach vorgehen möchtest, ob du dann erstmals dir auch eine Auszeit nimmst und dich mehr oder weniger Vollzeit aufs Training fixieren möchtest oder willst du tatsächlich das so beibehalten, dass du auch dann nach deinem Studium erstmal auch einfach beruflich deinen Weg weitergehen möchtest oder wie sind da deine Pläne? Also ich möchte auf jeden Fall so weit wie möglich kommen in der UFC. Ich habe schon vor, an den Titel ranzukommen, also so ist nicht. Und das Ganze wird sich jetzt aber erst in einem Jahr entscheiden, also bis ich mit dem Studium fertig bin. Und dann gucke ich halt, wie es weitergeht. Also das kann ich jetzt nur noch schwer sagen. Aber ich habe vor, auf jeden Fall ganz nach oben in die UFC zu kommen. Und ich werde es auch schaffen. Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, das mitverfolgen zu dürfen. Wir haben ja nächsten Monat dann auch die UFC mal wieder zurück in Deutschland zu Gast in Berlin am 31. Mai. Wirst du da auch zugegen sein? Ja, ich gebe mir auch die Ehre. Ich werde auf jeden Fall hingehen und zuschauen. Ist auch mal schön, als Zuschauer da zu sein. Das glaube ich dir, ja. Gibt es da auch ein, zwei Kämpfe, auf die du dich besonders freust oder freust du dich einfach allgemein, das Event zu erleben? Ich freue mich natürlich allgemein, das Event zu erleben, aber ich freue mich natürlich auf den Kampf von meinem guten Freund Peter Sobotta, der ja jetzt nach einer UFC-Auszeit wieder kämpfen wird. Und also ich freue mich schon sehr auf seinen Kampf, weil er einfach wirklich viel besser geworden ist als früher. Also wir haben ja auch zusammen trainiert und Peter ist einfach sehr, sehr stark. Und ich freue mich, dass er sich jetzt wieder, also noch einen Anlauf nehmen darf und da die Division aufreißen darf. Wirst du eigentlich von der UFC irgendwie auch für irgendwelche Promo- oder PR-Dinger eingesetzt? Also sind die da an dich herangetreten, dass du dann noch so ein bisschen die Werbetrommel rührst für Berlin? Nee, ich habe noch gar nichts von der UFC gehört. Okay, das überrascht mich persönlich jetzt so ein bisschen. Also ich hätte gedacht, dass sie da die deutschen Fighter auf jeden Fall mal so ein bisschen an die Kandare nehmen und sagen, Jungs, ihr promotet aus diesem Event so viel wie nur möglich, dass wir da auch die Halle voll bekommen. Also, okay. Ach, geil. Ich weiß von nichts, ich habe noch nichts von denen gehört. Die können mich ruhig mal ab und zu anrufen. Nee, also vielleicht lassen sie sich ja noch von sich hören, aber bis jetzt noch nichts gehört. Ist ja jetzt auch noch ein, zwei Wochen hin bis dahin, von dem her werden wir mal sehen. Was hältst du denn von dem Hauptkampf des Abends? Mark Munoz gegen Gegard Mousasi, hast du da einen Favoriten? Mein Favorit ist Mousasi. Also ich denke, er wird das Ding auf jeden Fall reißen. Er ist schon einer der besten Kämpfer der Welt, wie ich finde.
Und ja, Marc Nunes ist natürlich auch stark, aber Musashi ist mein Favorit. Ich denke, er wird schon gewinnen. Ich denke auch, dass die Chancen für ihn auf jeden Fall ganz gut sein werden. Aber ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ja, es ist auf jeden Fall ein klasse Main Event für UFC Berlin. Ja, auf jeden Fall. Haben sich aber ein paar Leute beschwert, so wie ich mitbekommen habe, aber... Ach, die beschweren sich immer. Ja, die haben also wir leider immer. Es sind zwei der besten Kämpfer der Welt, also ich weiß nicht, was es für Probleme gibt. Absolut. Und zumal, ich meine, Gegard Mousasi ist ja auch ein gebürtiger Holländer, ist ja auch um die Ecke, das macht auch Sinn. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das auch immer sehr, sehr kritisch, wenn man da hier Leute liest, die einfach nur schimpfen und meinen, für sowas gebe ich kein Geld aus. Also da schlage ich dann auch immer die Hände beim Kopf zusammen. Das ist für mich jetzt nicht wirklich nachvollziehbar, aber ich denke... Ja, absolut. Darauf, nee. Ja, verstehe ich auch nicht. Darauf darf ich nicht zu viel geben. Ja, sollen sie sich beschweren. Im Endeffekt gehen alle zur Veranstaltung. Das denke ich doch auch. Ich meine, wenn die UFC hier zu Gast ist, dann ist es halt irgendwo auch Pflicht. Und vor allem, Peter Sobotta hat es auch schon ganz gut gesagt, ich als MMA-Fan ist es irgendwo auch seine Pflicht, hier zu dem Event zu kommen, einfach auch um nicht nur die UFC, sondern halt auch die deutsche MMA-Szene zu unterstützen. Und einfach auch hier bei uns ist halt auch noch nicht so ganz Mainstream, wie wir es jetzt teilweise in Amerika haben. Und einfach den Sport hier in Deutschland ein bisschen zu vertreten. Und ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall eine gute Sache. Auf jeden Fall, also da ich kann echt nur jedem, ich meine nicht nur die Kämpfe, die ganze Show an sich ist ja schon riesig, also das ist die ganze UFC-Aufmachung, da ist schon was ganz Besonderes. Also sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss, und zwar habe ich mir vorhin noch dein Vlog angesehen, also das, was dein Management online gestellt hat bei Facebook, und mich würde einfach nur interessieren, es gibt diese Szene ganz am Anfang, wo du die Plakate unterschreibst, und da ist so auf zwei Staffeleien sind einfach nur irgendwelche Bilder von irgendwelchen Kamelen, die verschieden... Das habe ich erst auch auf dem Video, das habe ich gar nicht kapiert, was das sein sollte. Ach so, okay, weil ich wollte dich nämlich schon fragen, weil da stand irgendwie was von Funky Camel... Du wolltest mich jetzt gerade fragen, was es werden sollte oder wie? Ja, genau, ob du weißt, was das war oder ob da jeder Kämpfer irgendwie ein Kamel zeichnen musste oder... Nö, keine Ahnung, das habe ich jetzt auch auf dem Videoblog da gesehen, das ist mir da vor Ort gar nicht aufgefallen, habe ich irgendwie nicht drauf geachtet. Dann, wenn Alex schon seine Frage zum Videoblog hat, dann habe ich da auch noch eine. Wie war das, stundenlang Roy Nelsons Bauch zu bekritzeln? Boah, das war so schön. Ich habe mir extra seinen Bauch ausgesucht. Das war die größte Stelle, die ich gehabt habe. Ich habe mir echt mit Absicht seinen Bauch ausgesucht. Ja, da ist ja auch genügend Platz dann. Ist ja genug Platz da zum Unterschreiben. Sehr schön. Ich habe ihn da öfter gesehen, ich wollte es ihm schon sagen, aber ich dachte, der ist ein paar Kilo schwerer als ich und größer, passe ich lieber auf. Sicher, ja. Also warte nicht gemeinsam Burger essen nach dem Kampf. Nein, ich wäre gerne mit ihm Burger essen gegangen, aber ich war ja noch lange im Krankenhaus. Okay. Ja, ich denke, damit ist alles zu deinem ersten UFC-Kampf vorerst gesagt. Ich denke, wir und auch alle zu Hause freuen uns auf deinen nächsten Einsatz in der UFC. Es war auf jeden Fall ein sehr actionreicher Kampf. Und wenn jetzt nicht Clay Guida und Tatsuya Kawajiri da auch nochmal so ein Feuerwerk abgebrannt hätten, dann bin ich mir sicher, dass ihr da den Kampf des Abends zugesprochen bekommen hättet. Vielen Dank für deine Zeit, Alan. Ich danke euch vielmals. Und wie so oft, die letzten Worte gehören natürlich dir. Also, ich bedanke mich bei jedem, der mir nach dem Kampf natürlich, der mich supportet hat und der mir geschrieben hat, meinem Team, Sterling Cage und Artis Wawe, die ja wirklich während der ganzen Vorbereitung hinter mir standen und mir wirklich sehr gut geholfen haben. Und natürlich auch meinen Sponsoren, Tapout Middle East, Booster, Powerbody, wen habe ich denn noch als Sponsor? Inkstation, das war's, glaube ich. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. An den Sponsoren danke ich natürlich auch allen, und ich danke euch auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses schöne Interview. Danke dir für die Zeit. Bitte, nicht zu danken.
Und wir wünschen natürlich auch, dass deine Verletzungen bald wieder alle genesen sein werden und wünschen dir auch für deine Zukunft. Das wird alles gut. Beim nächsten Mal haue ich den einfach um. Genau, alles klar. Das halten wir jetzt mal so fest. Alles klar. Nimm das bitte auf. Natürlich, natürlich. Dann alles klar. Wünschen wir dir sowohl im Octagon als auch im Studium alles Gute. Vielen Dank. Mach's gut. Gott segne euch, meine Freunde. Bis dann. Dominant.